Also, wenn man zu uns kommt in die Havel-Oase, zu den Anglerhütten. Man ist mitten im Ort, da vorne ist schon der Eckkonsum und der Bäcker. Und kommt dann hier runter zur Havel-Oase. Und ist hier schon relativ ruhig. Da die Häuser auf unserem Hafengelände stehen, ist natürlich auch im Sommer ein bisschen Betrieb hier. Jetzt ist ja 10. März, da ist es noch ziemlich ruhig und unsere Boote stehen noch hier im Weg. Die kommen ja nachher ins Wasser. Hier ist zum Fischeputzen für die Angelfreunde auch draußen eine Spüle und ein Tisch zum Filets machen und auch Toiletten und Duschen. Unser Aufenthaltsraum, wenn man hier mal sitzt oder wir selber hier sitzen. Und dann stehen hier hinten unsere Ferienhäuser. Hier vorne ist auch ein Badestrand, wo auch Strandkörbe stehen im Sommer und wo flach abfallender Sand ist. Zum Baden schön. Die Häuser sind ja nur ganz frisch errichtet. Deswegen muss natürlich noch ein bisschen Gras wachsen. Der Unterschied, Haus 2 hat einen Zaun ringsrum, wenn man einen kleinen Hund hat oder Kinder. Wir haben ja gesagt, ist nicht direkt am Wasser, ist natürlich hier in so einem kleinen Kanal. Haus 1 ist vorne direkt und im Freien. Man kann aber auch für die Angler hier zum Beispiel mit seinem Angelkran direkt hier festmachen und dann sein Angelzeug hier rüberholen. Frisch gepflastert gestern. Dann hat man ungefähr 10 Quadratmeter Terrasse, wo man auch noch schön gucken kann, auch aus der zweiten Reihe. Die Tür ist auch so eine Doppeltür, die man so das ganze Jahr aufmachen kann. Drin ist dann so der Küchen- und Küchenbereich. Herd, Mikrowelle, Fernseher. Hinten kann man auch den Fischer sehen. Und wenn man hier sitzt zum Frühstücken oder Kaffee trinken, hat man auch noch einen schönen Blick raus. Dann hat man vorne das Hauptschlafzimmer mit einem Doppelbett. Kleiderschrank, Regal. Dann Toilette separat mit Fenster. Dusche separat. Waschbecken, Fenster und den zweiten Schlafraum mit 2 Einzelbetten, Fenster. Haus 1 ist identisch, nur ein bisschen andersfarbig. Mit den Autos ist es schön, wenn man dann hier am Rand parkt, da kann man dann parken. Ja, hier wie gesagt, hoffe ich, wächst noch ein bisschen Gras. Ansonsten ist natürlich der Vorteil vom Haus 1, dass man total in der ersten Reihe hier steht und hier natürlich mit seiner Angel gleich sitzen kann in der ersten Reihe. An unserem Steg sind natürlich auch noch ein paar Boote. Boote können Sie vor Ort auch mieten, Tretboote, Ruderboote, Motorboot. Da hinten fährt die Fähre, wenn man mal lange Weile hat, kann man auch drüben, ist auch eine nette Jaststätte. Bei uns natürlich auch am Kreuzdamm. Ausgezeichnetes Fischrestaurant auch oder ein Thailänder am Ort. Apotheke, 2 Bäcker, alles in 100, 200 Meter Entfernung. Und hier wird natürlich noch bepflanzt und ein kleiner Wasserlauf, was denn so hier hinten dann die Sache abteilt zu der Badestelle oder zum eigentlichen Hafengelände. Dann gucken wir nochmal hier hin.
hier sitzt man natürlich auf der Terrasse. Ach, noch ein bisschen schöner beim Sonnenuntergang. Ups.